in Brees Küche, wo Backen immer ein Vergnügen ist. Ich bin Bree Bunny und heute und jeden Tag hilft mir meine Freundin Twist. Hallo alle zusammen. Heute zeige ich euch, wie man schlappohrige Schokokekse backt. Schlappohrige Schokokekse, schlappohrige Schokokekse, schlappohrige Schokokekse, schlappohrige Schokokekse, Entschuldigt, manchmal lasse ich mich ein wenig hinreißen. Schüttet einfach Mehl, Butter, Kakaopulver und Eier in eine Rührschüssel und rührt. Dazu könnt ihr einen großen Löffel nehmen, aber hier in Brees Küche benutzen wir dazu eine meiner Lieblingserfindungen, den zauberhaften Mixapparat. Oh, okay. Jetzt passt auf! Es ist fantastisch, wie nützlich diese Dinge sind. Bui und Twist machen immer so leckere Süßigkeiten für uns. Was hältst du davon, wenn wir... Sie um mehr bitten? Nein, Sage. Süßigkeiten für sie machen. Oh, ja, das wollte ich als zweites sagen. Super. Wir können in meiner Küche backen. Oh, warte. Ich habe Patta und Flap versprochen, dass ich ein besonderes Parfüm für ihr Schaumbad mache. Ihr könnt das machen. Ja. Das ist eine großartige Idee. Ihr beide seid die Besten. Viel Spaß euch zweien. Euch auch. Entschuldige das ganze Chaos. Ich wollte noch einen Hausputz machen. Wirklich? Du solltest unser Haus sehen. Alle putzen sich die Füße auf dem Weg nach draußen ab. Man kann zum Backen nie vorbereitet genug sein, findest du nicht? Ich nehm's an. Aber wird dann nicht sowieso wieder alles dreckig? Ja, das ist doch das Wunderbare daran. Man kann danach einfach wieder alles aufräumen. Wir prüfen mal lieber das Ablaufdatum der Eier. Nicht nötig. Ich mach den Schnüffeltest. Gut. Gut. Oh, schlecht. Gut. Oh, schlecht. Ich geht. Keine Sorge. Am besten räumt es sich auf, wenn man fertig ist. Wenn du das sagst. Fangen wir an. Geht klar. Das hier. Bitte sehr. Danke. Es funktioniert. Hier, bitte. Sehr, die perfekte Abkühlung an einem super heißen Tag. Yum, bärenlecker. Echt total bärenlecker. Oh, prima. Es schmilzt super schnell. Hirnfrost. Was möchtest du, Patta? Was hättest du gerne? Gibt es vielleicht auch eine Sorte, die nicht so schnell schmilzt? Tja, wisst ihr, es gibt da eine alte Legende bei uns im Frostwald. Und die besagt, dass sie existiert, die immer gefrorene, niemals schmelzende Eiscreme. Wirklich? Aha. Dann machen wir uns auf den Weg in den Frostwald und finden diese immer gefrorene, niemals schmelzende Eiscreme. Oh, das wäre einfach fantastisch. Aber wir müssen vorher noch packen. Also gut, Leute. Wir treffen uns in einer Stunde bei mir und dann auf zur Expedition in den Frostwald. Ja! Da ist es. Hallo, willkommen. Das ist wirklich echt und wahr. Aber sicher doch. Was kann ich euch Gutes tun? Ich will was von allem. Für mich auch was von allem. Hier ist es schon. Danke. Danke sehr. Dankeschön. Und könntest du mir von jeder Sorte eine Kugel in meine Lunchbox packen, um sie mit nach Wunderwald zu nehmen? Wunderwald? Beeilt euch lieber. Das Floß fährt nur einmal am Tag. Und es legt am eisigen Plapperbach in 5 Minuten ab. Ein Floß? Das ist neu. Dann schnell. Vielen herzlichen Dank. Ha, ich war noch nie auf einem Floß. Ich war auch noch nie auf einem Floß.
wohin kleine Schritte dich führen können? Ja. Da! Da ist der Nordstern! Oh, der Nordstern. Das war trotz allem ein fantastisches Abenteuer, nicht wahr? Selbst ohne Karte und Kompass. Ah. Das ist die Gruselgeschichte. Nein, nicht diese Art von Gruselgeschichte. Es geht um ein Stinktier namens Grimly, die vor vielen, vielen Jahren in einem Haus, das unserem sehr ähnlich war, mit ihrer besten Freundin Curdle Skunk lebte. Grimly und Curdle wanderten eines Nachts nach Hause, als sie bemerkten, dass etwas oder jemand hinter ihnen war. Hast du das gehört, Curdle? Ja, ich dachte, ich hätte etwas gehört. Hast du das gehört? Und da begannen sie schneller zu laufen. Und schneller. Sage, vielleicht machen wir einfach etwas anderes, statt Gruselgeschichten zu erzählen. Und dann sahen sie hinter sich. Wisst ihr, was sie erblickten? Was? Sie erblickten winzig kleine Geisterhemden, die winzig kleine Laternen trugen. Winzige Geisterhemden tragen kleine Laternen? Was ist dann passiert? Sie merkten, dass da nichts war? Nein, sie rannten wie verrückt in ihr Haus und verriegelten die Tür hinter sich. Und dann waren sie sicher. Nicht wirklich. Sie drehten sich um und sahen ein Tablett Muffins auf dem Tisch stehen. Hä? Muffins sind nicht gruselig. Doch, Muffins sind gruselig, besonders wenn sie von selbst auf deinem Tisch auftauchen. Die ganze Sache war witzig, finde ich, mit den altertümlichen Stinktieren, aber ich fand es trotzdem gruselig. Und können wir jetzt was anderes machen? Oh, ich frag mich, wo Brie und Twist sind. Wie wär's? Singen wir doch Lagerfeuerlieder. Wie kleines Licht so hell. Kleines Licht so hell, du lustiger Gesell. Erleuchtest jede dunkle Nacht. Kleines Licht, so hell, verschwindet. Hallo? So schnell. Hallo? Leuchtet mich so glücklich mal. Geht bald die Sonne unter. Freu ich mich auf dich. Nein, 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 nicht das Lied. Das erinnert mich an die Geschichte. Oh, entschuldige. Wie wäre du lieber plappernder Bach? Ach, perfekt. Sitz ich allein am Ufer des Plapperbachs. Ziehen die Jahreszeiten an mir vorbei. Sitze ich allein am Ufer des Plapperbachs. Ist es wunderschön. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Alle kann ich nicht sehen. Ich hasse Erkältungen. Wunderwald-Aroma-Festes und wir können rein gar nichts riechen. Nicht ein Schniefer. Oh. Gut, dass wir unser Parfüm fertig hatten, bevor unsere Nasen verstopft sind. Na los, komm. Sehen wir mal, was die anderen für das Aroma-Fest machen. Diese Aroma-Festhüte sind großartig. Wie sehe ich aus? Toll, und ich? Bis zur Nasenspitze. Hallo, Aroma-Fest-Freunde! Und, seid ihr alle schnupperbereit? Hey, Sage, Caper, ihr klingt irgendwie witzig. Wir sind doch immer witzig. Nein, nicht haha witzig, eher komisch witzig. Oh, Schreck, entschuldigt. Ihr zwei gehört dringend ins Bett. Was? Uns geht's fantastisch. Ich hoffe, dass beim Aromafest alle meine neuen Schnäuzchen-Kekse mögen. Hey, nicht naschen, du Glasurräuber. Hey, ihr... Sage, Caper, schnuppert mal an meiner neuesten Kekskreation. Ah!
Ihr zwei gehört dringend ins Bett. Uns geht's fantastisch. Wir sehen uns auf dem Aromafeld. Jetzt müssen wir ein ganzes Blech mit 9 Schnäuzchenkeksen backen. Ist das nicht großartig? Ja! Wieso fällt mir so gar nichts Duftiges für das Aromafest ein? Ich habe überhaupt keine Idee. Wie sieht's bei dir aus? Tada! Siehst du? Du hast wirklich eine schöne Nase gemalt. Wieso geht das bei mir nicht? Hallo, ihr zwei. Habt ihr alles fertig fürs Aromafest? Was? Ich sagte, habt ihr alles fertig fürs Aroma... Aromafest. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe noch nicht mal die klitzekleinste Idee dafür. Na, vielleicht könnten wir Danke. Ach, du liebe Güte. Ihr zwei seid erkältet. Was? Wir müssen euch dringend ins Bett stecken. Flick, wir brauchen Danessa und Sprint. Okay. Speziallieferung für Twist das Häschen. Oh ja. Noch ein Kuchen? Hier, für dich. Hi, Cousin Billy. Ich habe dich vom Foto am Kühlschrank erkannt. Ja. Wie süß. Du bist da, um den Geburtstag von Twist zu feiern. Hallo. Oh, hopsende Stummelschwänzchen, noch mehr Verwandte. Mal sehen. Da sind Betty, Beverly, Brittany, Bobby, Bernie und Becky. Oh, und das sind Bailey und Bonnie. Rowdy und Bessie. Brittany und Buddy. Oh, und Irving. Willkommen, ihr Häschen. Je mehr, desto besser. Ich schneide dann mal den Kuchen auf. Oder ihr setzt euch einfach mitten rein. Es sieht aus, als hätten sie viel mehr Spaß als eine ganze Horde von Affen. Ich muss mal durch. Entschuldigt. Tut mir leid. Ups. Und wo ist jetzt das Geburtstagshäschen? Twist? Twist! Oh, da bist du. Und redest mit Bernice. Nein, das ist Betty. Oh, ich dachte, das wäre Betty. Nein, das ist Buddy. Das ist Buddy? Ich bin total verwirrt. Aber egal, jetzt wird gespielt. Zuerst die Augen verbinden. Und dann herum und herum und gedreht herum, wo sie wohl anhält. Wer weiß das schon? Eine Planänderung. Alle Häschen nach draußen. Endlich ein schönes, leeres Haus. Oh, Irving. Oder war das Bernie? Was ist nur passiert? Ach ja, gerade eben war meine Küche voll mit einer ganzen Million Häschen. Ich frage mich, was sie da draußen tun. Hopsende Stummelschwänzchen! Twist! Wie bist du da hochgekommen? Ach, ist schon gut. Und wie willst du wieder runterkommen? Das weiß ich nicht! Mein wunderschöner Garten! Zermatscht! Das war's dann wohl mit der Gemüsepfanne zum Abendessen. Entschuldige, Brie. Oh, du musst dich nicht entschuldigen, Twist. Ich bin eine Problemlöserin. Schon vergessen? Zum Abendessen gibt es dann heute einfach... Ich bin so aufgeregt. Ich kann gar nicht glauben, dass wir wirklich eine Überraschungsparty veranstalten. Überraschungsparty? Ich weiß. Und sie rechnet niemals damit. Naja, wir haben das Geheimnis wirklich gut bewahrt. Oh, Geheimnis. Ja, und das war gar nicht so leicht. Genau. Jedes Mal, wenn wir uns begegnet sind, hätte ich es ihr beinahe aus Versehen erzählt. Ich weiß. So ging's mir auch. Mir auch. Wenigstens können wir heute um 5 Uhr endlich laut rufen. Überraschung! Das ist doch ein Geheimnis. Oh, entschuldigt, stimmt. Ein Geheimnis, ich weiß. Bis dahin müssen wir es weiter vor ihr geheim halten. Wir wollen doch den Fuchs nicht vorher aus dem Sack lassen. Vanessa? Sage? Keine Felicity? Los, gehen wir. Wir haben noch so viel zu tun vor der Überraschung. Überraschung! Oh, entschuldigt. Oh, du meine
meine Güte. Eine Party. Wir müssen die Party. Macht's gut. Bis bald. Leute, ich habe ein Geheimnis gehört. Es ist toll. Ihr müsst das hören. Oh, ein Geheimnis. Wirklich? Ein Geheimnis? Nun ja, große Geheimnisse sollen eigentlich auch geheim bleiben. Darum heißen sie ja Geheimnisse. Ja? Aber ich muss es euch erzählen, ihr werdet nicht glauben, worüber sie... Sag kein Wort mehr, Flick. Erinnerst du dich an das Eis mit dem geheimen Geschmack zur Sommersonnenwende, von dem Jayla und ich dir erzählt haben? Und dann fragten plötzlich alle in Wunderwald, ob sie das geheime Eis mit dem Regenbogengeschmack probieren könnten. Ich frage mich, wie das passiert ist. Aber das ist schon lange her, Flick. Jetzt hast du die Chance, allen zu zeigen, dass du ein Geheimnis für dich behalten kannst. Wenn du es wirklich, wirklich versuchst. Okay? Eine Überraschungsparty für Felicity, das ist ein gutes Geheimnis. Du hättest es nicht verraten dürfen, Flick. Nein! Aber ab jetzt musst du es unbedingt für dich behalten, verstanden? Oh, verstanden. Hallo, Leute! Hi! Wie geht's euch?